Kopala, wir haben noch 5 bis 8 Jahre Zeit, bis Putin uns angreift. Das kommt von Boris Pistorius. Können Sie den Zuschauern erklären, worauf er diese Aussage begründet? Genau das ist Kriegstreiberei. Die Leute sollen in Angst und Schrecken versetzt werden. Man möchte ja auch in Deutschland kriegstauglich machen. Worte, wo ich wirklich zusammenzucke, wo es mir eiskalt den Rücken hinunterläuft. Solche Politiker sollten in diesem Land keine Verantwortung übernehmen und keine Verantwortung tragen, die permanent das Wort Krieg auf den Lippen haben. Solche Politiker sollten sich schleunigst darum bemühen, Diplomatie, diplomatische Wege einzuschlagen. Gerade ein Pistorius von der SPD sollte sich an die Gründungsväter der SPD und an viele erfahrene Friedenspolitiker der SPD, von Brandt, Schmidt, selbst bis Gerhard Schröder, ein Vorbild nehmen und sich auf diese Agenda wieder zurückziehen. Denn das wollen die Bürger, das erwarten die Bürger von verantwortungsvollen Politikern. Nicht, dass wir noch unsere Kinder und Enkel in so einen sinnlosen Krieg, den im Übrigen immer Regierungen anzetteln, schicken. Das muss verhindert werden.